Heute geht's wieder rund. Denn es ist, glaube ich, hier einiges los in My Free Farm. Weil ich habe auch gestern schon mal reingeschnuppert. Da wollte ich auch ein Video machen, aber irgendwie hat das dann ehrlich nicht ganz funktioniert. Keine Ahnung, aber gut. Naja, und zwar Zieracker-Wettbewerb ist da. Gucken wir einfach mal rein. Ist ja, da stehen immer die ganzen Infos dazu, stehen immer im Forum. Frag mich nicht wieso. Aber wieso so, ne? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ab dem 1.11. so, er hat drei Plätze. Die ersten drei, das ist ja witzig. Da werde ich wahrscheinlich sowieso so gut wie nicht schaffen können. Was ist sonst hier noch? Ankündigungen? Sie habe ich eigentlich, ich gucke ehrlich gesagt fast nie ins Forum irgendwie rein. Da war eins war noch, nämlich steht das hier auch noch irgendwo. Ah, ich glaube nicht. Wahrscheinlich schon, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Na, jedenfalls ist es so, dass My Free Farm, ja, das ist dieses Spiel hier, was ich jetzt gerade jetzt play, Geburtstag hat. Und zwar ist es hier, okay, ein kleines Art Event ist da. Anlässlich das, und zwar My Free Farm wird 4 Jahre alt, glaube ich. Also ziemlich, ja, jung noch. Ist noch ein kleines Baby sozusagen. Ja, also 4 Jahre für ein Spiel ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, da gratuliere ich natürlich auch recht herzlich. Alles Gute My Free Farm und ab Cheers und wer auch dort immer beteiligt ist an dem Ganzen. Und da gibt es was recht Schönes hier und da kann man die Motive, also hier, mal kurz suchen, hier die Sachen hier ab. Kur Karten, kurz 5 Kartenlinsen für 5 für gratis hier, da kann ich gucken. Hier ist das. Nein, jetzt, also ich war zu langsam. Jetzt habe ich nicht gesehen. Ah, 2 Karten, zack, und haben eben Versuche. Das ist aber echt nicht schlecht. Und da kann man, glaube ich, schicke Sachen dann hier auch gewinnen. Das ist irgendwie übel. Macht echt mal was anderes. Auch sehr schön. Habe ich jetzt irgendwas Tolles gewonnen? Ich glaube, das war jetzt nicht so. Und der Halter, ah, da kann man dann irgendwas bekommen. Nicht schlecht. Okay, verstehst du nicht ganz, aber ja, wieder mal was anderes. Immerhin. Dann bin ich auch offline gestern und zwar, nein, nicht zum Dorf. 5 Minuten war ich. 5 Stunden? Ich habe mir gedacht, ich war 5 Stunden, dafür sind es ja nur 5 Minuten oder 5 Sekunden sogar nur. Wo habe ich euch immer Quatsch erzählt hier? Ich dachte immer 5 Stunden, weil ich nur das Harte zum Schluss gesehen habe. Bah, und dir könnt ihr auch nicht sagen, ihr müsst mich ja auch hier, also still und heimlich auslachen. Ne, jedenfalls bin ich Level 8 aufgestiegen, wie man hier unschwer erkennen kann, Level 8. Und dadurch, die Systemnachricht müsste auch noch da sein. Level aufgestiegen, hier haben wir es. Und da kann ich ab jetzt beim, mein Name Tomaten-Toreo, kann ich jetzt nutzen Salat. Ne, Spaß, to Tomaten dann natürlich. Und nun, du kannst nun Teilchen über eine Bushaltestelle einen kleinen Moosstein besuchen. Da kann, schauen wir jetzt dann auch gleich dazu. Sonst Systemnachrichten, dass ich unter anderem die Quest 8 absolviert habe. Einige Kunden haben mich offline auch wieder bedient. 99 Eier, das sind natürlich nicht meine eigenen, die habe ich alle, so gut wie alle eben gekauft, aber was soll's? Na, was soll's? Hauptsächlich, ich hab's. Und die sind nur noch fertig hier. Die brauchen, glaube ich, noch ein bisschen. Keine Ahnung. Indes können wir kurz auf meinen Acker gucken. Da ist Mais. Ich kann ja alles ernten. Das geht ja immer noch. Und dann kann ich das erste Mal einen Tomaten anpflanzen. Hey, cool. Der mal einer fällt. Okay, verstehe. Ich hätte sie auf dem anderen Feld eingeschätzt, aber was soll's? So. Ganz dahinter komme ich noch nicht. Wieso dann manche Viererfeld haben und eine. Ich hätte eher so gedacht, vielleicht am Anfang ein oder wenn es mal Vierer. Na, ist mir eigentlich egal. Ist eigentlich auch eine schöne Abwechslung. Ich finde es recht cool. Bin gespannt, wie die Tomaten dann hier aussehen werden. So, jetzt gehen sie mir gleich aus. Weil die habe ich für die Quest auch benötigt. Sind sie vorbei? Aus, Boss. Mickey Maus Wunderhaus. Nee, keine Ahnung. So, was pflanze ich sonst noch? Ein bisschen Radieschen, ha? Wie wär's denn mit Radieschen? Da habe ich auch, das sind meine Bestände auch nicht im Tausenderbereich. Wie zwar aber kein einer an, nicht mal aber irgendeinen, mein höchstes Jahr Mais habe ich recht viel, weil ich pflanze irgendwie immer Mais an. Ist das euch schon mal aufgefallen? Pflanze immer Mais an. Warum? Keine Ahnung, aber ich mach's. Boah, das ist eine Klickarbeit. Zack, 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 zack. So, hier noch ein bisschen. Ah, jetzt gehen wir gerade diesen aus. Mensch. Doch, einen habe ich noch, oder? Ja, funktioniert doch noch. Ja, sehr schön. So. Was noch? Pflanzen wir Eier. Ne, pflanzen wir Karotten. Ist das auch in einer Welt? Ja, sehr schön, würde ich mal sagen. Wie lang brauchen denn die Tomatoes? Und zwar, das ist ziemlich klein, das kann ich überhaupt nicht lesen. 9 Stunden 58, 27. Ja, das könnte man größer machen. Aber, naja. Man kann ja irgendwo immer irgendwas verbessern. Keiner ist perfekt. Schauen wir hier bei den Kunden, ob ich da irgendwas abliefern kann. Jawohl, hier haben wir gleich. Bitte sehr. Dann hier die nette Dame, das sage ich auch danke fürs Geld. Ah, das habe ich nicht. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Radieschen und Tomaten, das habe ich eben jetzt nicht. Muss ich einkaufen gehen. Kurz gucken, was bringt mir die Quest? Und zwar 1440. Boah, da wird wieder was gefordert hier.
Aber die Quest, die ist ja ein Ziel, weil hier ab Quest 23, glaube ich, hier mit Quest 23 schaltest du die Kaufoption für Farm 2. Was mache ich jetzt? Frei, also die deshalb bis Quest 23 mal machen und dann können mir die Quests dann fast mehr oder weniger egal sein. Gut, nur ein 5 Minuten Busfahrt oder sogar 5 Sekunden. Ja, ist mir auch nicht unbedingt so wichtig. Jedenfalls kann ich jetzt hier nutzen. Hier ist auch immer das Schaf an allen Ecken und Enden wird ja gratuliert zum Geburtstag. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ne, jedenfalls Bushaltestelle, die kann ich jetzt hier nutzen. Genial, ne? Und was uns erwartet uns da denn genau? Vielleicht seid ihr auch noch nicht so weit. Und ich bin vielleicht höher als hier. Aber. So, und zwar Losbude. Ich habe auch noch nicht richtig doll reingeguckt. Rezepthändler. 1500, da kann ich mir ein Rezept kaufen. Karottenkuchen ergibt. Wow, ach so, verstehe, das bringt denn irgendwas. In dem Fall für Getreide plus 1 für 24 Stunden Zutaten. Nee, oder? 1000 Getreide und 3125 Karotten. Das ist aber schon übertrieben. Hallo, hallo. Was kann man hier bekommen? Für sofort für einen Coin wahrscheinlich, oder doch nicht? Oder kann man hier einen Coin bekommen? Also hier muss, nein, hier muss ich 1500 Kartoffelteile überhaupt opfern, glaube ich, dass ich das überhaupt machen kann. Wow, das ist, lohnt sich aber nicht wirklich. Pepe der Sammler, was sammelst du denn, ne? Honig, ja. Hier ist er. Was? Hach, nicht Hach, Hach. Sammeln ist meine Leidenschaft, bringe mir Produkte und ich tausche diese Geschenke für deinen Sitzkasten. Verstehe, aber ich habe leider nichts. Tut mir leid, Pepe. Pepe. Level 20. Was ist jetzt? Jetzt hat dieses Spiel aufgehängt. Na, großartig. Meine Güte, was ist jetzt los? Fahren wir einfach mal kurz zurück. Jetzt geht gar nichts mehr. Doch. Jetzt funktioniert es wieder zum Dorf, zum Dorf, zum Dorf. Das ist eine Busfahrt hin und her, das ist ja auch wieder mal schön. Also nochmal Bushaltestelle, keine Ahnung, wieso das jetzt aufgehängt hat, aber Bugs gibt's überall, nicht nur in Backpoint-Spiele, sondern auch bei anderen Spielen, das habt ihr nicht gehört. Gut, was haben wir sonst noch hier? Picknickkorb, ja, Picknickgebiet, ab Level 11. Losbuddha, Level 20 haben wir gesehen, oder Zuchtfischhändler. Was haben wir noch? Mühle, oh, nicht schlecht, was bringt mir die genau? Welches Rezept? Achso, da kann ich dann Rezepte dann herstellen, die ich dir hier unten kaufe oder so. Irgendwie so in der Art, keine Ahnung. Forsthütte hier bekommst du. Ah, Level 20. Das bringt mir jetzt auch noch nicht viel. Also auf gut Deutsch gesagt, die Bushaltestelle bringt mir jetzt so gut wie gar nichts, aber ja. Immerhin ein Ansporn weiter zu leveln und 54.439 Punkte bis zum nächsten Level, bis zum Level 9. Das ist schon ein bisschen heavy, muss ich ehrlich sagen, aber naja. Gut. Was haben wir hier? 1440 Erdbeeren. Na, dann würde ich sagen, gehen wir shoppen, oder? Hinkelstein bekommen wir dafür einen Hinkelstein. Genial, was ist das? Und 11.000 Dollar bekommt man aber nicht wenig dafür die Belohnung, das muss man auch dazu sagen. Also Erdbeeren. Ah, das wird teuer. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt dann leisten kann. 1440. Wow. Hm. 1444 kaufen wir sogar. Ah, das ist schweineteuer. Schweineteuer ist das. Ich würde sagen, ich mache vorher was anderes. Und zwar kaufe ich Tomaten. Wieso kaufe ich Tomaten? Ja, wieso mache ich das? Mal 200 hier. Was fällt mir noch? Radieschen, glaube ich. Kaufe ich auch ein paar. Aber mal 100 Radieschen. Nein, nicht 100 B. 100. Und zwar mal kurz gucken wegen meinen schönen Kunden hier, die ich auf meiner Farm wieder habe. Da sage ich auch Dankeschön dafür. Meine lieben Freunde kommen mich immer besuchen. Ja, hier 200. Wie viel habe ich vorher gehabt? 2100, glaube ich. Und jetzt, zack, schon geknackt. 2200. Hab mir immerhin wieder ein bisschen Geld in meine doch sehr, sehr, ja, gelittene Kasse gespült. 44 Radieschen habe ich schon wieder nicht, aber das mache ich jetzt gar nicht. Nö. Ist da wer sauer? Beehre mich doch das nächste Mal wieder, wenn ich wieder mehr habe. Gut. Ich würde sagen, jetzt mache ich einfach diese doofe Quest hier, dass ich dann irgendwann 22 bei der Quest bin und dann habe ich es. Und dann bin ich zufrieden. Nein, Erdbeeren. Nicht, dass ich jetzt hier noch was Falsches kaufe. Das wollen wir auch nicht. Besonders ich will es nicht. Ihr wollt es vielleicht, ich will es nicht. Oh, 2000. Boah, meine Fresse. Und jetzt steht da, ich habe das Falsche eingekauft. Das wäre es. Das war witzig. Aber ich habe das Richtige. Yes! Und ich bekomme 11.000 irgendwas an Punkten. Und ein Hinkelstein. Was ist ein Hinkelstein? Irgendwie für den Ziergarten irgendwas? Hinkelstein. Geil. 11.000, ja, okay. Ich sag danke dafür. Und dann noch kurz zu meiner Farm zurück. Und zwar mal kurz gucken, was dieser Hinkelstein.
Was es damit genau auf sich hat, ist das jetzt hier irgendetwas bei, auf dem Acker? Was ist das? Ah, das sind Gurken. Das sind Gurken. Wieso habe ich hier Gurken angepflanzt? Was ich alles. Ich weiß. Boah, das braucht ein Viererfeld. Hinkelstein, Hinkelstein. Eine neue Nachricht. Was ist denn jetzt nochmal los? Habe ich die nicht gerade gelesen? Ah, Glückwunsch! Danke, ich weiß noch nicht was, aber Errungenschaft erreicht Hühnerstallausmeister. Boah, nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht, oder? Hört sich zumindest nicht so schlecht an. Ah, Quatsch, nicht weggehen. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte jetzt mal den Hinkelstein. Wie kriege ich denn denn wieder weg hier? Tomaten, Tomaten. Pflanzen wir hier mal Tomaten ab. Habe ich vergessen, dass ich hier auch was angepflanzt habe. Aber nicht schlecht. Das ist eben das Gute. Es wird einfach kein Unkraut. Also. Alles gießen, nö. Ich will hier das entfernen. Entfernen. Das müsste ich mir eigentlich leisten können. 180! Oh nein, 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 nein. Ah, das geht sich aus. Das geht sich aus, das geht sich aus. Zack! Hinkelstein! Was? Was? Das ist ein Stein! Das sind auch Steine. Was bringt sich der Hinkelstein? Nichts. Nichts. Das ist der Wahnsinn. Die Katze sieht wenigstens schön aus, aber der Stein? Sie ist überhaupt weg. Stein? Bleh. Okay, da hätte ich aber gleich die Steine hier lassen können. Naja, okay. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ciao, ciao.